Liebe Erde, alles begann, als ich mich eindringlich an Sie wandte und Sie aufforderte, über die bevorstehende Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und die herrliche Begegnung nachzudenken, die wir mit ihm haben werden. Möge Ihr Geist nicht leicht erschüttert werden und sich nicht durch irgendeinen Einfluss stören lassen, sei es vom Heiligen Geist, von Predigten oder Schriften, die darauf hinweisen, dass der Tag des Herrn bald bevorsteht. Lassen Sie sich in keiner Weise täuschen, denn dieser Tag wird nicht ohne den Abfall und die Offenbarung des Mannes der Gesetzlosigkeit kommen. Dieser böse Mann, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Anbetung genannt wird, bis er sich selbst an die Stelle Gottes im göttlichen Tempel stellt, muss daran erinnert werden, dass ich bereits während meiner Zeit bei euch vor diesen Dingen gewarnt habe. Nun ist das, was die Offenbarung dieses Bösen behindert, am Werk, aber es wird bald beseitigt und dann wird er zu seiner Zeit offenbart. Das Geheimnis der Ungerechtigkeit ist bereits im Gange und wirkt heimlich, aber bald wird der, der es zurückhält, entfernt werden, und dann werden die Bösen offenbart werden. Diejenigen, die zum Verderben bestimmt sind, werden getäuscht werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit abgelehnt haben. Aus diesem Grund wird Gott eine mächtige Illusion auf sie senden, damit sie der Lüge glauben, und alle werden dafür verurteilt werden, dass sie nicht an die Wahrheit geglaubt haben, sondern dass sie sich an der Ungerechtigkeit erfreut haben. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass sich direkt unter der Oberfläche des Alltagslebens ein tieferer Kampf, eine kompliziertere Verschwörung abspielt? Wenn Sie auf die weite Landschaft unserer Welt blicken, werfen alte Aufzeichnungen Licht auf diese Realität und nennen sie das Rätsel der Ungerechtigkeit, oder wie einige Interpretationen es beschreiben, die verborgene Macht der Gesetzlosigkeit. Dieses Phänomen ist nicht neu, hat sich seit jeher akribisch weiterentwickelt und stetig an Boden gewonnen. Mit jedem Augenblick und jedem sich entfaltenden Ereignis wird dieses finstere Böse stärker, dehnt sich aus, erweitert sein Herrschaftsgebiet und übt Einfluss auf Systeme und Seelen aus. Zu unserem Erstaunen bleibt es jedoch unsichtbar und wird von den Menschenmengen, die in alltägliche Ablenkungen versunken sind, nicht bemerkt und ignoriert. Als der Apostel Paulus diese Worte verwendete, wies er auf eine viel umfassendere Wahrheit hin, als der unmittelbare Kontext vermuten ließ. Es spiegelte den Puls einer spirituellen Realität wider, die über historische Perioden und Generationen hinausgeht. Diese mysteriöse Kraft, diese Unterströmung des Bösen, ist mehr als nur die Skandale, die die Schlagzeilen beherrschen, oder die moralischen Veränderungen, die wir in der Gesellschaft beobachten. Es ist eine spirituelle Korrosion, eine tiefe Revolte gegen Gottes göttliche Ordnung. Das Problem, das sich heute stellt, wächst, breitet seine Tentakel aus und wirkt sich auf Leben, Kulturen und Nationen aus. Der Titel meiner heutigen Predigt ist ein Zeichen dafür, zunehmend aber unbemerkt, dass das Böse unserer Zeit deutlich wird. Viele sind dieser wachsenden Dunkelheit gegenüber blind und in die unmittelbaren Belange des Lebens vertieft. Während wir uns heute Morgen gemeinsam in den Heiligen Schriften bewegen, beten wir um Urteilsvermögen, um klar zu sehen und um ein standhaftes Herz, um angesichts dieser tückischen Strömungen standhaft zu bleiben. Im Kern des Briefes des Paulus an die Thessalonicher finden wir eine Reihe von Ereignissen, die ein tiefes und dunkles Bild der Tage vor dem Tag des Herrn zeichnen. Paulus verdeutlicht mit göttlicher Klarheit die Säulen, die Vorläufer, die den Boden für dieses monumentale Zeitalter bereiten werden. Zwei entscheidende Ereignisse stechen in dieser Sequenz hervor: die Offenbarung des Abfalls vom Glauben und der Aufstieg des Mannes der Gesetzlosigkeit. Während wir uns mit diesen Enthüllungen auseinandersetzen, tauchen zwei dringende Fragen auf: Was ist Abfall vom Glauben und wer oder was ist dieser Mann der Gesetzlosigkeit? Der Begriff Apostasie, abgeleitet vom griechischen Apostasia, hat eine Bedeutung, die über bloßes Weggehen oder Verlassenheit hinausgeht. Im zweiten Thessalonicher Brief handelt es sich nicht nur um einen zufälligen Abfall, sondern um eine große Welle der Menschheit, die sich von Gott abwendet. Wir sind nicht nur Zeugen des Abfalls einer Rand- oder Minderheitsgruppe, sondern einer beispiellosen globalen Rebellion gegen das Göttliche. Und dieser Abfall vom Glauben manifestiert sich heute auf beispiellose Weise. Die Welt hat sich drastisch verändert. Ich habe einen moralischen Wandel biblischen Ausmaßes erlebt, habe gesehen, wie die Welt dazu kam, das Heilige zu hassen und das Sündige zu lieben. Aber wer steht im Epizentrum dieser kolossalen Rebellion, die die Flammen dieser Revolte anheizt? Es ist der Mann der Gesetzlosigkeit.
Er ist keine abstrakte oder symbolische Figur, sondern ein Individuum aus Fleisch und Blut, die Personifizierung von allem, was sich Gott widersetzt. Er wird der Antichrist genannt, nicht nur eine böse Macht, sondern ein direkter Agent Satans, der mit dunklem Charisma ausgesandt wurde, um die Werke Christi lächerlich zu machen. Dies ist nicht der erste Bericht über eine solche Zahl. Der geliebte Jünger Johannes warnte uns in seinem Werk vor den zahlreichen Antichristen, die vor der Ankunft des letzten Antichristen auftauchen würden. Diese von Johannes beschriebenen Vorläufer würden den Weg für den Aufstieg des großen Betrügers ebnen, wie in den Prophezeiungen der Offenbarung zu sehen ist. Daniel stellt ihn mit seiner inspirierten Vision als das kleine Horn und den König dar, der tut, was er will. Im Mittelpunkt der Botschaft des Paulus im 2. Thessalonicher Brief steht ein uraltes Rätsel, das sich durch die Korridore der Menschheitsgeschichte zieht, das Geheimnis der Ungerechtigkeit, oder wie einige Übersetzungen es beschreiben, die geheime Macht der Gesetzlosigkeit. Diese verborgene Kraft, die Paulus uns offenbart, gibt uns einen Einblick in die Unterströmungen, die unsere Welt und den andauernden geistlichen Krieg durchdringen. Täuscht euch nicht, Kinder Gottes. Auch wenn sie unserem unmittelbaren Blick verborgen bleibt, ist diese Gesetzlosigkeit aktiv, bewegt sich lautlos wie ein Schatten über die Mauer und bereitet zweifellos die Bühne für eine größere und eklatantere Rebellion vor. Die verborgenen Dinge der Dunkelheit bereiten sich darauf vor, ans Licht zu treten, und wenn sie das tun, werden sie von niemand anderem als dem Antichristen selbst geführt sein. Sein Erscheinen, wie es in 2. Thessalonicher 2,8 beschrieben wird, wird der Höhepunkt die vollständige Offenbarung dieser verborgenen Gesetzlosigkeit sein. Wir leben in einer Zeit, in der das moralische Gefüge bis an seine Grenzen ausgereizt wird, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns fragen, wie wir das Geheimnis der Ungerechtigkeit in unserer Zeit wahrnehmen. Wie manifestiert sich diese von Paulus erwähnte geheime Macht der Gesetzlosigkeit vor unseren Augen? Wir können dies an der Umkehrung moralischer Grundlagen beobachten. Es ist nicht nur eine Beobachtung, sondern eine tiefe Wahrheit, unsere Gesellschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel, bei dem das, was einst als gut galt, heute als schlecht angesehen wird und umgekehrt. Dies spiegelt sich in den Medien, in der Bildung und sogar auf manchen Kanzeln wider. Integrität, Ehrlichkeit und traditionelle Werte werden oft lächerlich gemacht oder herabgesetzt, während Verhaltensweisen, die einst als Tabu galten, heute offen zur Schau gestellt und zelebriert werden. Dies ist nicht nur ein kultureller Wandel, es ist ein spiritueller Hinweis auf die unterschwellige Gesetzlosigkeit, die Herz und Verstand von Gottes Wahrheit abwendet. Wir können dies an der zunehmenden Erosion der absoluten Wahrheit erkennen. In früheren Generationen gab es absolute, unveränderliche Säulen, an denen die Gesellschaft im Allgemeinen festhielt, aber heute wird uns gesagt, dass alles relativ ist. Deine Wahrheit und meine Wahrheit scheinen mehr Gewicht zu haben als die Wahrheit. Der Kompass moralischer Absolutheiten wird verworfen und durch den Treibsand persönlicher Gefühle und Meinungen ersetzt. Dieser Übergang von der objektiven Wahrheit zu subjektiven Gefühlen ist ein klarer Hinweis auf das Geheimnis der Ungerechtigkeit, das die Grundlagen des Glaubens und des Verständnisses untergräbt. Wir können dies an der zunehmenden Feindseligkeit gegenüber dem Glauben erkennen, die sich heute in vielen Teilen der Welt in einer zunehmend feindseligen Haltung gegenüber dem Glauben zeigt. Die Feindseligkeit gegenüber denen, die ein rechtschaffenes und geheiligtes Leben führen, nimmt deutlich zu, sei es durch Maßnahmen, die darauf abzielen, die Religionsfreiheit einzuschränken, durch mediale Darstellungen, die den Glauben verspotten, oder durch die wachsende Vorstellung, dass Gläubige alt oder intolerant sind. Es ist klar, dass die Welt immer weniger empfänglich für die Botschaft des Evangeliums wird. Dies ist kein bloßer Zufall oder kulturelle Entwicklung, es ist eine bewusste Bewegung des Geheimnisses der Ungerechtigkeit, um die Stimme der Wahrheit in unserer Zeit zum Schweigen zu bringen. Es ist wichtig, dass wir diese Zeichen erkennen, nicht um entmutigt zu werden, sondern um kritisch zu sein, die Zeit zu verstehen und zu wissen, wie wir reagieren sollen. Es ist ein biblischer Auftrag. Obwohl das Geheimnis der Ungerechtigkeit am Werk ist und zur Rebellion und Gesetzlosigkeit anspornt, dürfen wir niemals vergessen, dass der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. Inmitten des Treibsands unserer Zeit müssen wir uns im unveränderlichen Wort verankern und als Lichter in einer Welt leuchten, die dringend die Hoffnung des Evangeliums braucht.